Liebe Freunde des Retro-Sonntags, herzlich willkommen bei Let's Play Motocross Maniacs auf dem schönen alten Gameboy. Konami hat das Spiel 1991 auf den Markt geschmissen und war damals eins meiner absoluten Suchtspiele, aber auch eins meiner absoluten Hassspiele. Da hatte ich so meine ersten Rage-Attacken und ich fürchte, Freunde, das wird auch jetzt wieder nicht anders sein. Irgendwie, ne, man denkt irgendwie, mit dem Alter wird man ein bisschen ruhiger, aber wenn man dann zum wiederholten Mal auf die Schnauze fällt, dann heißt es dann doch wieder, okay, bevor es überhaupt losgeht, rege ich mich allein schon auf, weil ich weiß, was gleich kommen wird. So, ich fange mal an. Kubujibum. So, wir machen erstmal Solo. Ich muss nämlich erstmal wieder ein bisschen üben. Ich habe das jahrelang nicht gespielt. So, hier können wir die verschiedenen Strecken auswählen. Eins ist noch leicht und dann das Level. Ich fange erstmal popelig einfach an. Ja, Leute, ich möchte erstmal ein Erfolgserlebnis. So. So können wir Gas geben. Genau. Mit dem B-Knopf können wir speeden. Wir haben ja mehrere Nitros hier. Die können wir auch auf der Strecke wieder einsammeln. Ah ja, wichtig ist vor allem, einige Stunts hier auszuführen, ohne aufs Maul zu fallen. Und das Ganze in einer sehr guten Zeit abzuschließen. Gar nicht so leicht. Denn die Zeit ist sehr knapp bemessen. Deswegen sollen wir auch diese T's unterwegs einsammeln. Die geben Zeit. Bonus. Bonusse. Boni. Doch, die Mehrzahl von Bonus ist Boni. Nicht, wie ich früher immer dachte, Bonusse. Bonüsse. Sicher. Ich bin noch nicht einmal hingefallen. Hey, Leute. Ich kann's noch. Da passt wieder der gute Vergleich. Auch das Fahrradfahren. Wenn man es einmal gelernt hat, verlernt man es nie. Und schon lag er aufs... Okay. Ich nehme alles zurück. Oh mein Gott. Gut, das ist die leichteste Strecke. Das Schlimm... Oh! Okay. Aber das sollten wir doch noch hinkriegen. Das Problem ist, wenn wir hinfallen, sind auch unsere ganzen Power-Ups weg. Also wir können dann nicht mehr schneller fahren. Alles wieder auf Anfang gesetzt. Das ist natürlich schlecht. So. Jetzt haben wir wieder bessere Bereifung. Wieder unten gerade stand. Jetzt nicht mehr. Nitro! Ich weiß nicht, wie diese Loops in die Luft kommen. Die schweben halt einfach in der Luft, aber das war uns früher völlig egal. Das Spiel hat richtig Spaß gemacht. Yeah! It's a record! Es läuft. Qualifikationszeit in 2:25. Na, das schaffe ich doch locker! Sagte er und fiel gleich mal wieder aufs Maul. Ja, das war nix. Komm! Gib mir das Nitro! So. Oh! Autsch! Jawoll! Nein! Da hätte ich jetzt auch hochfahren können, aber ich mach's eben so. Jetzt habe ich leider kein Nitro mehr. Das verhindert, dass ich jetzt schön hochspringen kann, um die ganzen Bonüsse, sage ich mal so, abgreifen kann da oben. Ich komme nicht ran, ich bin zu klein. Sorry. Oh, oh, oh. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Power. Werde ich auch dringend brauchen. So, erste Runde geschafft. In 44 Sekunden, das ist nicht so besonders gut. Ich will den Nitro haben. Ja, die Kunst dieses Spiels besteht auch, sich das Nitro einzuteilen. Und dann, wenn man es braucht, ne, wie jetzt, habe ich es nicht. Und ich muss überall unten lang. Das ist jetzt natürlich ziemlich langweilig zum Zugucken, während ich hier durch den Treibsand schubbere. Auch ein schönes Wort, schubbere. Hey. Du blöder Depp, du. Na, das könnte ich schaffen. Ja! Nitro. Diesmal teile ich es mir auch ein bisschen ein. So, Zeitbonus, ganz wichtig. Ja, also. Wir sind wieder im grünen Bereich, sage ich mal. So.
Ziel! Das war schwach, aber es wird noch reichen. Klar, in Level A, da schaff selbst ich das. So, kurze Trinkpause und weiter geht's auf Kurs 3A. Okay, gib mir, ich will haben, so. Oh Mensch, wie kann man denn über den Nitro-Bonus springen? Bin ich schlecht. Wie soll das nachher erst werden, wenn ich gegen den Computer spiele? Ich ahne Fürchterliches. So, Speed-Bonus eingesammelt, das heißt, wir haben ein paar Striche unten links mehr jetzt. So, diesen Bonus, diesen Nitro da unten, den teile ich mir jetzt ein. Ich kann heute wieder nicht reden, sorry. So, genau, hierfür. Nein, du Depp! Okay, immerhin habe ich ihn eingesammelt. Jetzt muss ich hier wieder durch den Sand, wie der letzte Noob. Ach ja. Ich bin schon positiv überrascht, dass ich mich überhaupt so halbwegs auf dem Bike hier halten kann. Sagte er und fiel wieder aufs Maul. Och Mann! Lern erstmal auf dem Dreirad. Du Amateur, du. So. Nein! Ach ja, schön, die ganzen Bonis da oben an einem vorbeischwinden zu sehen. Ach ja. Hepp und hepp. Na also, oh, au! Hey, das war gut. Ich bin zwar hingefallen, aber trotzdem war es gut. Das hat Spaß gemacht. It's a record. Ja, Kunststück. Ist ja vor mir auch keiner gefahren. Das Spiel macht immer noch so viel Spaß wie früher, obwohl es schon stolze 24 Jahre alt ist. Ich glaube, ich bin hingefallen. Nee, ich wollte sagen, ich glaube, das gab es auch für SNES. Könnte ich eventuell auch nochmal Let's Playen. Weil die NES-Version habe ich noch nie gespielt. Ist wahrscheinlich ähnlich wie Game Boy, nur in bunt eben. So, oh nein! Kein Nitro! Durch den Treibsand! Nee, Treibsand ist es nicht. Nee, das wäre ja noch schlimmer. Es ist normaler Sand. Da habe ich noch Glück im Unglück. So, komme ich da jetzt hoch? Oh Gott, das kann jetzt dauern. Freunde. Wie soll ich denn ohne Nitro da bitte schön hochkommen? Das geht doch gar nicht. Ich bin doch kein David Copperfield. Ich kann nicht fliegen. Toll, darf ich jetzt warten, bis die Zeit abläuft? Das schaffe ich nicht. Ja, so sind sie, die Japaner. Auf die Schnauze fallen und weitermachen. Mund abwischen, nicht lange rumheulen. Weiter geht's. Nie aufgeben. Das heißt, so heißt die Devise. Ich komme hier nicht hoch ohne Nitro. Oh, aber ich hätte es eben fast vielleicht doch geschafft. Danke. Game over. Gnadenlos. Kein Continue. Nee, sowas gibt's hier nicht. Ach, Continue. Was für Weicheier. Eigentlich für mich. Okay, wir spielen mal gegen den Computer. Natürlich fange ich wieder leicht an in Level A. Für alles andere bin ich einfach zu schlecht. Oh Gott. Qualifikationszeit 1:20. So, hier ist jetzt mein Schattenmann. Und der markiert jetzt, glaube ich, ja, die Qualifikationszeit erstmal. Und Hauptsache, ich bleib vor ihm. Sonst brauche ich zum Rennen gar nicht erst anzutreten. Epp. Komm, gib Gummi! Juhu! Und Looping! Und Looping! Und zack! Und na geht's doch!
Der Herr Daddel kann es noch. Wenn er will, kann er. So. Hey, die Runde war schon mal perfekt. Hey, wieso bist du auf einmal so schnell hier hinter mir? So nicht, Freundchen. Hä? So, die ganzen Bonis abgegriffen. Und go! Und hepp! Oh, das wird knapp. Oh, das wird knapp. Freunde. Nein, nicht hinfallen. Mach mich nicht schwach, Kollege. Looping. Oh, das macht Spaß. Zumindest, wenn es läuft. So, Looping. Yeah. Oh, ein Rennen in Formvollendung. Guckt euch das an. Ja. Das hätte ich selbst früher nicht besser gekonnt. Ohne Fail. Wow. So. Okay. Mein Schattenmann ist schon recht schnell hier vor mir. Dafür habe ich die Bonis abgegriffen. Hihi. Und ihn überholt. Hep. Und... Ach, das hat ihm am meisten Spaß gemacht. Hi, und er ist runtergefallen. Weiß ich zwar nicht, wie er jetzt so schnell hier hinter mich kommt. Och, Mann! Das ist unlauterer Wettbewerb hier. Ist lustig. Er hat eine Ehrenrunde gedreht im Looping. Habt ihr gesehen? Der ist doch frisiert, der Idiot. Der fällt hier runter und ist sofort wieder vor mir. Ist unglaublich, diese alten Spiele, die haben einem von vorne bis hinten beschissen. Und nur weil man noch so jung war damals, hat man es nicht gemerkt. Da dachte man sich, ja, das stimmt schon so alles. So hat man damals das Selbstvertrauen untergraben bekommen. Man dachte, man wäre schlecht, dabei war man gar nicht schlecht. Der Computer hat einfach beschissen, von vorne bis hinten. So. Ja, schön. Läuft bisher erstaunlich stabil, aber ich bin lieber mal ruhig. Normal hätte der schon weit hinter mir sein müssen, so oft wie der hinfällt. Hä? Okay. Zeitbonus. Uah. Der ist schon wieder hinter mir, Idiot. Fällt alle zwei Kurven aufs Maul und schafft es trotzdem wieder, ganz schnell vor mir zu sein. Na! Gottes Willen, vorm Ziel aufs Maul oh. Alter. Welch Dramatik hier kurz vorm Schluss. Gottes Willen, ich bin hier völlig aufgewühlt wieder. Also wenn ihr mal ein actionreiches Gameboy-Spiel haben wollt, wo alle möglichen Emotionen bei euch ausbrechen, dann spielt Motocross Maniacs. Das ist besser als F1 Race oder Super RC Pro-Am, da geht's echt ab. Respekt an Konami. Ah, wieso bist du so schnell? Das war's. Der ist zwar jetzt auch im Sand gelandet, aber wir wissen ja, wie unfair der hier fährt. Ich schaffe es nicht. So, wie kommt der jetzt hier so schnell voran? Der hat sich bestimmt Red Bull in den Tank geschüttet. Die österreichische Kotzbrause. Oh. War natürlich ein Scherz. Red Bull ist ein ganz tolles Getränk. Ich bade jeden Tag in Red Bull. Muss lieber ruhig sein. Ich glaube, Red Bull hat gute Anwälte. So. Up. Und App. Okay, okay. Oh. Ein völlig missglückter Looping. Ah, und schon wieder muss er durch den Sand kriechen. Ich habe noch Glück, dass der Computer auch nicht viel intelligenter ist. Auch wenn er bescheißt, fällt er immer wieder aufs Maul. Was ich nicht verstehe, warum er hier so schnell durch den Sand kommt. Danke, ich hab verloren.
Ich bin zwar qualifiziert, aber habe leider das Rennen nicht gewinnen können. Denn der Computer war eine Dreiviertelsekunde schneller. Das soll sich in den nächsten Rennen nicht wiederholen. Hier, das schon wieder hinter mir. Der musste durch den Sand. Wahrscheinlich wollten die Entwickler nicht, dass man sich auf seinem Vorsprung ausruhen kann. Dass man immer unter Druck bleibt, ne? Okay. Ich finde das nicht nett. Da wird es gar nicht belohnt, wenn man gut fährt. Nee, der Computer hier, der muss durch den Sand und überholt mich trotzdem. Hier fällt er schon wieder auf die Schnauze. Okay, das war nix. Komme ich jetzt hier hoch? Gerade so. Aber jetzt wird's schwer. Oh, jetzt wird's schwer. Okay, ihm geht's genauso schlecht wie mir. Er kommt hier nicht weiter. Oh Mann! Ich komme mir vor wie ein Hamster in seinem Rad. Immer weiter, aber es geht nicht voran. Oh Mann! Das ist demotivierend. So, gleich ist die Zeit um. Ich weiß, es geht auch mit viel Geschick ohne Nitro hier weiterzukommen. Das hab ich hab's mal geschafft. Aber man muss genau das hier nicht machen. Man muss genau zum richtigen Zeitpunkt hier das Vorderrad hochziehen. Und dann muss noch Weihnachten und Ostern auf einen Tag fallen. Dann kann man es schaffen, hier auch ohne Nitro rüberzukommen. Oh, dankeschön. Betrug, Schiebung, Verarschung. Okay. Wir... Soll ich nochmal? Ja, okay. Wir gehen mal auf Level 5. Ja, ich habe ja noch nicht genug mitgemacht, ne? Okay. Mist, ich hab schon wieder mein Nitro verpulten. Ganzen schönen... Oh, das war gut. Ich möchte mal wieder gewinnen. Ein Erfolgserlebnis. So. Oh, komm. Gib mir Nitro, ich brauche. Oh toll, jetzt bin ich gegen die Wand hier geknallt. Oh. Schon mit doppeltem Schädel-Hirntrauma, aber nein, wir fahren weiter. Denn wir sind ein kleines Stehauf-Männchen. Komm, land schon da oben. Oh, jetzt geht das wieder los. Komm schon, gib Gummi. Nicht schon wieder. Oh, das wird nichts mehr. Ich dachte gerade, ich könnte aufgeben, indem ich Pause drücke, aber nein. Never ever. Aber schön, dass auch der Computergegner, wenn ich Probleme habe, hat auch er Probleme. Ja, so hält man die Motivation oben. Es bringt nur nichts, wenn wir beide gleich out of time sind, ist das Spiel mal wieder Game Over. Man hätte das wenigstens noch so stylen können, dass man hier auch ein bisschen leichter ohne Nitro auf die andere Seite kommt. Das Problem, man kann ja nicht mehr zurückfahren und unten lang gehen, ne? Man ist jetzt hier quasi gefangen. Gnadenlos. Ach, das wird sowieso nichts mehr. Die Musik wird bereits schneller. Ah! Dankeschön. Der Hamsterrad-Simulator 1991 ist. Okay. Wir gehen nochmal, weil es ja noch nicht erniedrigend genug war, ins letzte Level. Mal gucken, da werde ich jetzt wahrscheinlich nicht mal um die erste Schikane kommen. Immerhin Jet und Nitro. Na also. Okay. Oh, gegen den Stein und nochmal. Ja, oh, das war nicht gut. Aber immerhin oben lang. Zeitbonus.
Ist mir jetzt egal, was der Computergegner macht. Ich ziehe jetzt hier mein eigenes Ding durch. Soll er ruhig gewinnen. Ah! Na, immerhin. Ich weiß nicht, warum der vor mir ist. Doch, ich weiß es. Das Spiel unfair ist. Okay. Boah. Mieser Sausack, du. Oh. Vorsicht, Nitro-Knappheit. Und hepp. Hepp. Ah, super. Jetzt wird's wieder schwer, ohne Bonus hier zu bestehen. Aber den kriege ich doch. Nein! Oh. Frust! Ah, klar! Oh, steh auf, du Depp! Ich fühle mich an alte Zeiten zurückerinnert. Wo der Gameboy ja schon beinahe an der Wand gelandet ist. Es gibt nur ein Spiel, was mich noch mehr aufgeregt hat als dieses hier, und das war Tetris. Wenn man in Level 25 bei Höhe 5 nur noch zwei Reihen abräumen muss, bevor die große Rakete startet, und man dann nur noch blöde Steine hat und verliert. Ist das peinlich oder ist das peinlich? 2 Meter vorm Ziel hier, Time Up. Mhm. Okay. Ich möchte mit einem Sieg aufhören, deswegen machen wir nochmal den einfachen Kurs, aber Level B. So, 1B. Letzter Versuch, jetzt hier nochmal was zu reißen. So, die ersten 3 Strecken, die sind wirklich leicht zu schaffen. Danach zieht der Schwierigkeitsgrad leider so an, dass man ohne Doping hier nichts mehr schafft. Och, jetzt fall schon! Oh, wahrscheinlich haben sich die vielen Stürze auf seine Geisteskraft ausgewirkt. Er schafft jetzt nicht mal mehr den einfachsten Looping. So. Verschwinde, du. Blöder Schattenmann. So. Nein! Lass mich! Komm vor! Hier, das letzte Rennen gehört mir, Penner, du. Yeah. So, aus der ersten Runde gehe ich als erster hervor. Wie, ich habe kein Nitro mehr. Wer hat mir das denn geklaut? So ein Beschiss. Oh. Na also, geht doch. Hep. Wah. Ach, stimmt. Mit Jet können wir auch durch die Luft schweben. Das habe ich total vergessen. Och, ich bin so blöd. Hätte ich mir mal merken sollen. Jetzt ist natürlich schlecht. Ja. Okay, aber das Rennen werden wir doch noch schaffen, oder? Freunde. Okay, und hi-ha! Na, immerhin ein Sieg zum Schluss. Wunderbar. Hier ist jetzt noch die alte Qualifikationszeit. Nicht mal das habe ich geschafft. Okay, machen wir nochmal den zweiten Kurs. Es macht Spaß, Leute. Es ist so ein Spiel, wo man sagt, ein Rennen noch, aber man kann irgendwie nicht aufhören. Und Motocross Maniacs war, ich weiß nicht, ob es ein Launch-Titel vom Game Boy hier in Deutschland war. Auf jeden Fall war es eins der allerersten Spiele damals. Als die Game Boy-Spiele alle noch 49,95 kosten. D-Mark, wohlgemerkt. Später hat man die teurer gemacht. Als sich der Game Boy so gut verkauft hatte, haben die meisten dann 69,95 gekostet. Da musste man sich dann schon 5-mal überlegen, welches Spiel man sich kauft. Weil bei dem spärlichen Taschengeld konnte man meistens nur 2 bis 3 Mal pro Jahr sich ein neues Spiel kaufen. Meistens zum Geburtstag, an Weihnachten und dann mal irgendwann zwischendurch.
Mit viel guten Zureden an die Eltern auch noch zu Ostern. Gab's vielleicht auch noch mal ein Spielchen. Oh nee, du Depp! Blöder Betrüger, du. Hey, das war gut. Das war nicht gut. Komm. Er dreht wieder ein paar Ehrenrunden im Loop. Mir soll's recht sein. So, dieser Zeitbonus war wichtig. Wieso bist du so schnell? Frustspiel. Ah. Das Rennen gehört mir. Hehe. Eat this. Ich spiele das Ganze jetzt nochmal, bis ich irgendwann Time abgehe. Das wird jetzt auch bald passieren. Spätestens im dritten oder vierten Kurs. Wenn ich allein hier schon die Qualifikationszeit sehe, wird es mir schlecht. So. Juhu. Es macht aber wirklich Spaß, hier durch die Loops zu heizen. Das Spiel hat auch richtig Geschwindigkeit. Es ist halt nicht so was Behäbiges wie viele andere Gameboy-Spiele. Hier ist unglaublich Action. Hier muss man schnell reagieren auf die einzelnen Hindernisse und Loops. Es ist schon wirklich nach wie vor ein geiles Spiel. Was nicht so geil ist, ist, dass ich jetzt wieder kein Nitro habe und durch den Sand wabern muss. Und mich der Schattenpenner wieder hier kaputt fährt. Unfair. So. Ja, hallo? Wo bin ich denn jetzt dagegen gebrettert? Gegen eine unsichtbare Wand, oder was? Wie ein Rasenmäher hier. Schupp, schupp, schupp. Ohne Nitro ist das Spiel nur halb so lustig. Und die Zeit ist abgelaufen. Ich habe das Spiel nie komplett durchgeschafft. Da war ich einfach zu schlecht. Trotzdem hat es immer viel Spaß gemacht. Und ja, war mal schön, wieder gespielt zu haben. Das war Motocross Maniacs. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal sage ich, macht's gut. Tschüss.